Das Interesse der Menschen war geweckt. Immer öfter bekamen wir zu hören, ich wusste gar nicht, dass Europas größtes Affenlabor in Münster ist. Ich unterstütze euch. Der Soko Tierschutz veröffentlichte grauenvolle Bilder aus dem LPT in Hamburg. Ein Labor, in dem Affen, Hunde, Katzen und viele andere Tiere gequält und getötet werden. Der Aufschrei in Deutschland war riesig. Die folgenden Demos in Hamburg zogen 7.500 und 15.000 Menschen an. Auch wir nahmen daran teil. Viele sind jetzt aufgewacht, sehen das schreckliche Leid in den Laboren. Dieses Feuer, das in Hamburg entfacht wurde, zieht sich durch ganz Deutschland und Münster ist heute der erste Stopp. Die Firma Covens ist dabei der allergrößte Affenverbraucher Deutschlands. Eigenen Bekundungen nach verbrauchen die ungefähr 1500 Affen im Jahr. Unseren Recherchen nach müssen es bis zu 2000 Affen sein. Aber wie dem auch sein, ob es 1500 oder 2000, es sind gigantische Zahlen. Und vor allen Dingen ist jeder Affe einer zu viel. Die Zeit ist reif für einen Wechsel, einen Paradigmenwechsel hin zu einer Forschung ohne Tierversuche. Und dafür stehen wir heute. Tierversuche sind und bleiben ein Verbrechen. Tierversuche sind zu verbieten und zu ersetzen. Hier in Münster und überall in Europa. Tiere haben keine Lobby. Und tierfreie Forschung scheint auch keine Lobby zu haben. Im Gegensatz zu großen Konzernen wie Covens. Anders ist dieser Irrsinn kaum zu erklären. Aber Tiere sind keine Ware, keine Objekte, kein Spielzeug. Ob Massentierhaltung, Pelzfarm oder Tierlabore. Tiere dürfen nicht ausgebeutet werden, um Profite zu machen. Tiere haben Rechte, insbesondere das Recht auf ein leidfreies Leben. Warum werden sie gequält, obwohl wir wissen, das ist krank? Warum werden sie gequält, obwohl wir wissen, das ist krank? Bitte steh auf, lass sie uns befreien. Tierversuche sind der falsche Weg, kein medizinischer Fortschritt wird belegt. Im Gegenteil, denn jede Spezies ist anders. Wusstest du, dass Schafe Arsen vertragen? Ratten 300 Mal so viel Asbest wie wir. Doch Penicillin tötet Hamster. Warum werden sie gequält, obwohl wir wissen, das ist krank? Warum werden sie gequält, obwohl wir wissen, das ist krank? Bitte steh auf, lass sie uns befreien. Mit menschlichen Symptomen werden sie künstlich krank gemacht. Das ist keine Wissenschaft, das ist Tierquälerei. Es gibt doch so viele Methoden, menschennah und relevant, da braucht kein Lebewesen leiden. Das ist Forschung mit Fortschritt. Warum werden sie gequält, obwohl wir wissen, das ist krank? Warum werden sie gequält, obwohl wir wissen, das ist krank?